So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Stadium 1 Part 17 an der Zahl mittlerweile. Und heute gibt es eine kleine Regeländerung zu den Minigames. Letztens hat das erste Mal jemand zwei Stimmen auf einmal abgegeben und ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich denk mal, wenn ihr zwei Minispiele sehen wollt, könnt ihr ja nicht zweimal Stimmen abgeben, das ist ja nicht gar nichts Schlimmes. Und zudem habe ich jetzt ein bisschen die anderen Regeln geändert, dass ich einfach ab drei Stimmen ein Minispiel spiele. Weil ich habe jetzt durch die zwei doppelten Parts auf Rettern hatte ich fünf Stimmen und alle fünf Stimmen wegen einem Minispiel wegmachen wäre irgendwie scheiße. Da dachte ich einfach, ich mache es aber so, ihr wählt einfach die Minispiele, die ihr sehen wollt und wenn dann drei komplett sind, dann seht ihr es einfach. Aber ihr habt schon gemerkt, es ist Zeit für Retterns Ringelpeats. Fünf Leute angemotet, Alter, das sah mal richtig imposant aus bei mir in der Textdatei. Oh Gott, und ich fail auch so gerne bei diesem Minispiel. Gibt's zu, das wollt ihr doch bloß. Tudun! Oh, so ganz leicht. Ich wollte ganz leicht schmeißen, Mann! Ganz leicht, haha. Oh, das war gerade, Let's Play abhängig nicht in Ordnung. Nein! Ich hab doch bloß ganz leicht. Haha. Oh, Entschuldigung. Oh. Nein! Zu weit. Ganz leicht. Ja! Schwoing! Kommt noch mehr Humor da hinten. Schwoing! Und zack! Alles in der Mitte, das krieg ich doch alles niemals. Nee. Das wird nix. Oder? Doch! Ja! Schwoing! Geil! Und ja! Yeah, geil! Die Mitte krieg ich richtig gut auf dem N64, ich hab nie Backen bekommen. Chaboin! Nein, nein! Fail, der war doof. Oh ja. Und smack! Point Nummer 7, so ganz leicht. Point Nummer 8. Ja, noch, ich bin in da hinten. Und smacken! Punkt Nummer 9. Nein! Ja, ja! Viel zu weit geschossen. Ja! Und nochmal 2 Punkte oben drauf. Und damit habe ich 11. Ich würde sagen, ich habe definitiv gewonnen, oder? Alter, war Ast rein. Aber gut, wir kommen zurück zu den Battles. Es wird Zeit, einen neuen Minicup zu starten. Hierfür werde ich jetzt einen kleinen Cut machen und ihr werdet dann erst hinterher sehen, welche Pokémon ich gewählt habe. Nicht nur, weil ich es euch nicht zeigen will, sondern einfach, weil es ewig dauert bei mir. Also, bis gleich. So, los geht's mit dem Minicup. Meine Pokémon-Auswahl ist diesmal sehr ungewöhnlich ausgefallen. Ich habe ein Gefühl, dass das uns katastrophale Fails einbringen wird. Ich habe nämlich zwei, ja, naja, ich sag mal, die sind nicht die schnellsten Pokémon dabei. Aber warum ich die genommen habe, denke ich mal, werdet ihr im Verlauf des Mini-Cups sehen. Ich verstehe gar nicht, warum der Mini heißt. Hier gibt es kein einziges entwickeltes Pokémon. Ja, ich habe nicht ein... Na okay, ich habe vielleicht zwei vernünftige Feuer-Pokémon gefunden. Na okay, drei vielleicht. Ja, doch zwei eher. Und das war gerade extrem schwer. Ich glaube, ich habe bestimmt jetzt 10 Minuten ausgesucht und dabei war die Pause doch sehr hilfreich, denke ich. Dann nehme ich das mit einfach mal und ja, den noch. Let's go mit der ersten Runde des Minicups. Ja. Seltsamerweise sind die hier nicht entwickelt. Besitzer war ein höheres Level als das, was ich vorher gekämpft habe. Ich glaube, alles darunter wäre schon wieder zu schwach. Ah, die Mucke. Sehr geil. Kommt mir vor wie in der Kinderstube. Aber trotzdem ist hier ein Feuersturm. Extrem effektiv. Und burnt alles Pokémon, was uns entgegenkommt. Was Richtung Pflanze und Käfer geht, nicht wahr? Eiskalt über den Haufen. Oh, ein Fensterkno. Das Vieh sieht so doof aus. Aber es ist eins der ersten Pflanzen-Pokémon, was ich überhaupt wirklich gespielt habe, glaube ich, weil es fing damals in der Gold-Silber-Kristall-Edition an. Da gab es nämlich den Knuffenser-Turm. Da habe ich gemerkt, oh, Knuffenser ist ja ganz cool irgendwie. Dann habe ich mir auch eins geholt. Aber da zu dem Zeitpunkt die Pflanzen- und Giftattacken noch nicht so ausgebaut waren, waren Pflanzen-Gift-Pokémon, finde ich, immer ein bisschen untervermittelt. Es gab immer schon Surfer und Flammenwurf, aber nie eine vernünftige Pflanzenattacke, außer vielleicht mal, ja, Solarstrahl, der musste mal warten. Fand Pflanzen-Pokémon immer leider ein bisschen untervermittelt. Später nahm das dann zu mit Energieball, Laubklinge, sowas halt alles. Aber egal. Ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ich will die ganzen Pflanzen-Pokémon oder Käfer-Pokémon ja abfackeln. Ich meine, bitte euch ein Raupi. Was soll das denn hier? Komm, wenn wir zum Fußball wärst du 3-0 draußen und würdest direkt aus dem Turnier fliegen. Jetzt zuck bloß eiskalt mit den Schülern.
Spät checkt er, dass er verreckt. Naja, für so ein blödes Raubi, was immer noch erwarten, nicht wahr? Und damit die erste Runde gewonnen. Ich habe auch gar nicht bezweifelt, dass das ein Problem wird. Ich denke eher, mit den folgenden Runden wird es ziemlich heftig. Ich frage mich ernsthaft, ob ich da richtig gute Pokémon mit habe. Ich werde wieder versuchen, viel Continuous einzusammeln, nicht wahr? So. Mein Sicherheits-Safe-State, falls das Spiel abstürzt. Oder ich mir extrem fancy für. Nein. Was haben wir denn hier schönes? Gift, Gift, Gift. Normal, Flug, normal. Kampf wäre ganz gut. Ich habe leider keine Kampfattacken mehr. Das ist das doof. Das ist schon doof. Was nehme ich denn da jetzt? Ich habe ja auch nur ein vernünftiges Boden-Pokémon. Ich hätte noch Dick da nehmen können, aber der kann nur Schaufler und hat leider allgemein sehr schlechte Werte, auch wenn da seine Geschwindigkeit sehr, sehr hoch ist. Da habe ich Kleinschein mitgenommen. Aber das dürfte mir gegen einige Pokémon echt gut helfen. Oder versuche ich es damit? Das wäre natürlich eine Möglichkeit erstmal. Ha. Ja, doch, ich glaube, ich mach's so, so und so. Let's go! Ich will mal ein bisschen noch meine Pokémon vorfinden, die ich natürlich mitgenommen habe, warum ich die überhaupt mitgenommen habe. Ich denke mal, bei euch steht ein großes Fragezeichen im Kopf, warum ich Kipi mitgenommen habe, aber es hatte gewisse Attraktivitätswerte. Aber das seht ihr noch. Keine Angst. Der hat viel Taktik drin. Mit Blitz kann ich Genauigkeit senken und Donnerwelle ist auch dabei. Da ist einiges günstiges dabei und ich sehe schon, der erste 26er läuft uns schon über den Weg. Aber ich denke, dennoch sollte das mit dem Donner hier doch ordentlich was abziehen. Fouls auf die Schnauze, Mann. Ja, so muss das aussehen. Magnetilo hat nämlich ausgesprochen gute Spezi-Werte. Tja. Ich gucke viel auf Werte und Attacken, ich weiß auch nicht warum, weil man immer halt ja davon ausrechnen muss, dass der letzte Gegner aus dem Pulk an Pokémon, die ich zur Verfügung hatte, das Beste aussucht. Und die will ich natürlich besser entgegensetzen zu haben. Okay, das ist natürlich scheiße. Das ist aber auch nicht unbedingt günstig. Ha! Ich mache erstmal das. Wenn es knifflig wird, kann ich immer noch tauschen. Das Problem ist, wenn ich gegen, Bisasam jetzt mit deinem Gift-Nebentyp da. Oh Gott. Bodenattacke einsetzen würde wollen, hätte ich mit Kleinstein schnell Pflanzenattacken am Ärmel, was nicht so schön wäre. Das ist natürlich scheiße, wir können ihm nicht viel abziehen und er kriegt jedes Mal jetzt KP zurück, das ist natürlich scheiße. Ich gucke einfach mal, was ich mit Sternschauer abziehen würde. Wenn es genug ist, dürfte ich, denke ich, naja, doch, dürfte ich Bisasam auf jeden Fall down kriegen. Los! Guck in die Sterne, du Assi! Ja, jetzt ist das Sternchen, wa? Ach naja, wirklich viel abzieht das ja nicht unbedingt. Oh, Rankenhieb, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da! Naja gut, schwer ist was anderes, nicht wahr? Aber zusammen mit Egelsamen wird das nicht so leicht sein, den down zu kriegen. Ich versuch's mal mit Donner, aber durch nichts Effektivität dürfte der kaum was abziehen. Aber vielleicht doch mehr als der Sternschauer letztendlich. Oh yeah, trotz der nichts Effektivität. Ich denke, da werde ich doch... Oh Gott, nee, fick dich, Alter. Geh weg, Alter. Ich bin Stahl, ich darf nicht vergiftet werden. Oh Mann, das zählt ja hier noch nicht. Scheiße. Gut, jetzt verliere ich natürlich doppelt pro Runde meine HP. Das ist natürlich doppelt schlecht irgendwie auch. Aber trotzdem kann ich mit Donner downhauen, wenn der trifft. Wenn nicht, kriege ich jetzt eine Attacke, Gift und Egelsam ab. Aber ich habe Glück und treffe. Wie zusammen denkt, bloß weil es nichts Effektives bleibt, da eiskalt stehen. Trotzdem kippt er jetzt um die blöde Potsau. Aber in der ersten Generation haben trotzdem viele Bisasam genommen, weil man ja mal diese Effektivität gegen Rocco und gegen Misty hatte. Ich habe trotzdem immer Glumanda genommen. Feuer-Pokémon finde ich im Mangel in der ersten Generation. Den dürfte ich down kriegen. Der kriegt ja jetzt keinen Egelsam mehr ab. Und ich habe bloß einen Giftschaden. Und ein Donner dürfte richtig reinzwiebeln. Mal gucken. Der fängt ja an. Okay, Radfress ist schnell. Doa! Ui, doch, eine ist abgezogen. Hätte ich nicht gedacht, weil Magnetilo hat ja relativ hohe Verteidigungswerte. Los, Thunder! Fouls, Treffer! Dreimal hintereinander Donnertreffer, also das ist gerade wirklich eindrucksvoll. Ich muss zugeben, das war äußerst glücklich. Obwohl, naja, 70%, das ist eigentlich nichts Unnormales. Der kann dreimal treffen. Es ist, glaube ich, eher unnormal, dass ich so oft daneben haue. Und deswegen überrascht es mich gerade positiv. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja.
Spiele nutzen mich zu gerne, was Glückstreffer angeht. Das ist mir auch bei Mario Party mal aufgefallen. Sobald irgendwo ein Glücksspiel ist, das muss mich nur angucken und schon habe ich verloren. Das ist irgendwie, ich hab so ein Blut. Es gibt da so einen Spruch, ne? Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Und dann, ja, ich hab glaube ich eher. Ja, Pech im Spiel, Glück im Skill, oder keine Ahnung. Liebe, sowas kennt ein Gamer nicht. Was ist denn das überhaupt? Ich kenne das gar nicht. Kennt ihr das? Also ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Liebe, kann man das essen? Nein, Spaß beiseite. Boden hilft mir außergewöhnlich gut weiter. Aber ich kann auch mit Pflanze und mit Wasser konfrontiert werden. Ich nehme mal... Ich mach mal, ich bin mal doof, ich mach's mal so, so und so. Bin ja gespannt, was dabei rauskommt. Es ist ja nicht immer ganz clever, auf die Level der Pokémon zu gucken, weil er, der Trainer, nimmt vorrangig die Pokémon, die ein höheres Level haben. Weil es ja für ihn die meisten Vorteile bietet. Und so nach kann man sich ein bisschen drauf einschätzen, was er einsetzt. Eben war es auch das 26er Retter, was zuerst kam. Und auch hier bestätigt sich das wieder, ein 30er Smogmog. Das ist ja jetzt nicht so günstig, nicht? Boah, ist doch eine coole Farbe, weil Smogmog ist ja eigentlich mal so lila, violett. Aber egal, erstmal Konfusstrahl. Nibulok hat hier Donner und Megasauer, das finde ich cool. Ich kann mich aufladen, ich kann Donner einsetzen und ich kann Verwirrung. Ach du Scheiße. Das sieht nach Feuersturm aus. Nein! Doch, ja, Verbrennung. Boah, das ist übel. Das ist ziemlich fies gerade, muss ich sagen. Aber ich durfte auch mit Thunder relativ gut punkten. Nibulox Spezieswert ist echt gut. Bam! Aufs Kreuze, Mann! Grinst du so scheiße, Alter. Der Bashing Delay richtig aus mir Sicht, du dumme Sau. Ach du Scheiße, nicht nochmal Feuersturm. Schlag dich selber, Mann! Ich hab kein Glück. Müsste er sich selbst entzünden als Giftwolke? Obwohl, vielleicht ist nicht jedes Giftgas anzündlich. Versuche ich nochmal Donner? Ja, doch. Ich hab's jetzt gemacht. Ich hoffe, es bringt mir Glück. Thunder! Nein! Ficken! Boah, leck mich am Arsch. Er war nicht einmal verwirrt und daneben geht sein Feuersturm offenbar auch nicht. Der denkt gar nicht dran, neben zu gehen. Oh, Schwitz! Haha, lack! Haha, das ist die Idee. Ich will mein Continue natürlich bekommen und habe keinen Bock jetzt schon darauf zu setzen, dass ich ein Pokémon verliere. Das ist völlig unnötig. Darum werde ich ein bisschen pokern. Tja, stolper nicht über den Stein, nicht wahr? Weil das wird jetzt extrem uneffektiv werden. Kein Step-Bonus, nicht sehr effektiv. Keine Chance. Ui, nein, das würde ich nicht unbedingt behaupten. Das war stärker, als ich dachte jetzt. Muss ich ja ehrlich zugeben. Oh, der ist schneller als ich. Scheiße. Boah, leck mich. Nein, aus, daneben. Ich muss zugeben, der ist hier nicht ohne. Aber jetzt kommt erstmal mein Punkt, mit dem ich punkten kann, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht wahr? Na, reißt es euch mit? Ich glaube, sehr weniger. Momentan ist alles noch relativ gechillt. Oh, Toxin. Tja, kannst du vergessen. Zeit für Schaufler-Modus. Pounce. Oh. Es hat sich ausgegiftet. Die Giftwolke ist, naja, leer. Die Mucke ist gerade cool. Oh, Muschas. Sag, steckst du mir die Zunge raus, du Potsau? So was Obszönes habe ich ja lange nicht gesehen, Alter. Oh, oh. Ja, du kannst mich mal, das kannst du vergessen. Ja. Boah, das muss ich jetzt riskieren. Das sieht ziemlich schlecht aus gerade, muss ich sagen. Ich stelle mich gerade ziemlich blöd an, ist das Gefühl. Boah, sag noch einmal Pokémon, Alter. Ich boxe hier so die Fresse ein. Entschuldigung. Zeit für Pipi. Mein kleines Ass im Ärmel. Oh nein! Nein! Leck mich am Arsch! Da! Nee! Oh, ich hab mal ein HP. Wie geil ist das denn bitte? Ist ja Hammer. Ein HP habe ich noch.
Boah, was auch immer jetzt kommt, das wird garantiert einen von uns umlegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ach du Scheiße! Boah! Freunde, Moment, bis gleich. So, mir ist gerade aufgefallen, ich muss dringend den Part beenden, Freunde. Bis zum nächsten Part, macht's gut, haut da rein und ciao. Scheiß Zeitlimit.